Heike Eder. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Zum zweiten Mal eine erfolgreiche Titelverteidigung. Also wir wollen die Trophäe gleich mit hereinnehmen. Wer dann die deine geht, darf eigentlich die Landesrätin überreichen. Ein schweres Teil, Marburg. Boah. Ein Bleiteil in Gold gehalten, das Land hat sich nicht lumpen lassen. Wunderschöne Geschichte. So, Heike, jetzt fangen wir an. Es war jetzt schöner, ein zweiter Erfolg, diese vorherige Titelverteidigung. Aber die Medaille in Pyeongchang bei den Paralympics war deine erste große. Wie haben denn da die Nerven geflattert? Das sind Erinnerungen. Eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe überhaupt nicht mit einer Medaille gerechnet. Ich bin total locker stark gegangen. Ich war sicher Außenseiterin, als ich und davor nie am Podest bei einem Weltcup erreicht. Insofern habe ich da ganz locker in den Start gehen können. Und ich habe mir gedacht, ich kann nur gewinnen, jedenfalls nichts verlieren. Und insofern war die ganze Vorbereitung schon in Pyeongchang. Ich war ja eine Woche schon davor da mit Training beschäftigt und habe mich wirklich komplett in Ruhe vorbereiten können. Das war sicher sehr wertvoll. Wäre sogar eine zweite Medaille fast drinnen gewesen, hat nicht ganz funktioniert? Ja, wahrscheinlich, wenn alles gut geklappt hätte, optimal. Das muss aber immer, das bei allen natürlich. So einfach ist dann doch nicht. Aber ich war im Riesendorlauf da wahrscheinlich in meiner absoluten Hochform zu dem Zeitpunkt. Und ich bin, glaube ich, noch nie so gut Riesendorlauf gefahren wie vor Ort in Pyeongchang. Hatte dann das Pech halt beim zweiten Durchgang, dass ich da halt ausgeschieden bin. Aber ja, trotzdem, glaube ich, war ich auch mit meiner Leistung durchaus zufrieden. Wunderbar. Hast du jetzt schon ein bisschen Urlaub irgendwie oder gibt es auch noch Materialtests oder läuft schon sozusagen das Großprogramm in der Vorbereitung für den nächsten Groß-Event? Na, also jetzt werde ich sicher mal etwas das Tempo rausnehmen. Wir haben letztes Wochenende die Saison abgeschlossen mit der österreichischen Meisterschaft. Jetzt will ich mir um ein ganz anderes Projekt, nämlich den Hausbau kümmern, also richtig relaxen, das wird sich jetzt nicht spielen. Und genau, mit Skifahren wird es dann im Mai vielleicht mal wieder auf die Ski gehen. Gut, besten Dank, toi toi toi, schönen Abend und ein feines Plätzchen in den neuen Alltag. Danke.